Okay, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Beim letzten Mal haben wir Toba Blubber besiegt und heute kommen wir wieder hier so zu dem Schloss von Bowser und da müssen jetzt wieder so Prinzessin Peach Abschnitt machen. Oh, ich frage mich, wie es Mario geht. Glaubst du, er hat einen seinen Weg gefunden, diesen Toba Blubber zu besiegen? Das frage ich mich auch. Ich bin so besorgt, was, wenn Mario verletzt worden ist. Oh, halt die Klappe, ey. Wir sollten uns nicht mit solchen Fragen quälen. Oh, laber, ey, die ganze Zeit, komm, ich überspringe das. Hast recht, ja, komm. Scheiß Peach-Parts, ey, die sind so lange und so unnötig und... Oh Gott. So, drück den Knopf. Los. Zeig dich nützlich. So, dann wollen wir mal gucken, was denn das jetzt hier... Was wir mit Peach machen müssen jetzt schon wieder. Wir müssen ständig was mit Peach machen. Oh Gott. So, hier ist wieder der Schalter. Machen wir die altbewährte... Dings da. Weg da. Der Geheimweg. Oh mein Gott, das Bowser. Das kann nicht sein. Nein. Nochmal der Reinach, aber langsam. Euer Verdorbenheit. Was ich ersuche, euch zu sagen, ist... Toba Blubber wurde... von Mario besiegt. Nun, das ist eigenartig, weil... Du hast mir gesagt, dass er unbezwingbar ist. Wie kann jemand besiegen, der eigentlich unbezwingbar ist? Drückt's auf bitte. Und wir hinten da... Oh, grrr, blöder Mario. Wahrscheinlich hat er das Geheimnis herausgefunden, dass Toba aber nicht mehr ganz so bezwingbar ist. Und dann hat er ihn besiegt. Ich verarschte Mario. Eure Schmutzigkeit. Wir müssen uns rasch eine andere Taktik einfallen lassen. Mario geht uns nun sicher zu Scheigeis Spielzeugkiste. Ja, da sollten wir etwas für ihn vorbereiten. Ich werde mich nicht mehr damit zufrieden geben, ihn verprügeln zu lassen. Wir müssen seine Schwachstelle herausfinden und ihn völlig demütigen. Ja, Kemi Koopa, finde raus, was Mario hasst und... Ja, hallo, ich bin hier. Ich bin hier hinten. Hallo, siehst du mich? Huch! Oh, ich sehe die erst jetzt. Sie sind voll kurzsichtig. Uaha! Bei den Kröten, warum ist die Prinzessin hier? Was ist hier los? Nein, wartet, das ist eigentlich sehr passend, meine schelmische Prinzessin. Wir haben gerade über die Schwachpunkte unseres Freundes Mario gesprochen. Also, Prinzessin Peach, was könnt ihr mir über diese Schwachpunkte berichten? Und, ihr müsst ehrlich sein, welches dieser Dinge hasst Mario am meisten? Goomba, Klumba. Ich würde sagen, Goomba, weil die sind scheiße. So, ausgezeichnet. Gibt es noch etwas, das mit... Hammerbrüder, die sind scheiße. Gut. Und wie sieht es damit aus? Was hast du davon am meisten? Oh mein Gott, eine Super-Soda. Oh, ausgezeichnet. Perfekt. Danke, Prinzessin. Stelle sicher, dass Mario über all das stolpern wird. Diesmal werden wir ihn besiegen. Hast du dir das alles gemerkt, Herr Mikuba? Mach dir sofort auf den Weg. Ich bin mir sicher, ob wir alles glauben können, was uns die Prinzessin über Marios Schwachpunkt erzählt hat. Aber ich tue, was ihr verlangt. Natürlich wisst ihr das. Meine Taktiken sind brillant. Sie sind wahre Kunst. Ich bin so arrogant. Nun, Kemi Koopa, warum ist ihr denn in diesem Spiel arrogant? Ey, das gibt's doch nicht. Lass uns ein bisschen. Endlich werden wir Marios Ende erleben. Endlich! Ach, wachen, Nachtung, bringt Prinzessin Peach auf ihr Zimmer. Ja, komm. Blablabla. Ja, hier könnte man eigentlich auswählen, was man am liebsten haben will. Und dann wird man dann auch... auf das treffen. Also im nächsten Kapitel wird es dann so ein paar Abschnitte geben, wo dann der Kemi Koopa kommt und der zaubert das dahin und je nachdem, was man hier gewählt hat. Also wenn man es leicht haben will, nimmt man nur die Items. Wenn man ein bisschen Abwechslung haben will, kann man selbst entscheiden und wenn man schwer haben will, kann man halt die Gegner nehmen, die man nicht mag. Ich wusste, du würdest es schaffen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Oh, danke. Auf jeden Fall, wenn die entscheiden. Ja, komm. Jetzt bin ich wieder frei, blablabla, ja. Gib mir Power, los! Boah, ich leuchte. Die Sterne, die labern immer das Gleiche. Die sagen immer, ja, geht, ja, viel Glück auf deinem Weg, Bowser zu besiegen, blablabla, Sternensturm, blablabla. Mario, leider habe ich, ja, seht ihr, schlimme Nachricht, Bowser, Kraft, seht ihr, habe ich es doch gesagt, Kraft, Bowser, Sternstab, hol dir den Sternstab, viel Glück. So, tschüss, ich gehe. Ja, komm, schieß dich hoch. Ja, lasst mich in Ruhe, nimmer weit. Jetzt geht er nach oben und tschüss. Oh, endlich sind wir wieder frei. Oh Leute, ey. Was ich hasse in diesem Spiel sind die ewig langen Dialoge, die ewig gehen und nichts bringen. Also jetzt zum Beispiel so wie die hier. So, dann können wir endlich wieder weg. Zack, wow, und wieder Himmel auf einmal dunkel wird. Habt ihr es gesehen? So. Oh mein Gott, und der Wolf. Ein Warweg ist das. So. So, können wir hier mal kurz Energie aufladen.
Das haben wir, glaube ich. Nein, ich wollte nicht. Ich wollte gucken, ja, so. Zack, da haben wir nicht mehr viel Energie gehabt, glaube ich. Oder wurde das aufgefrischt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wurde aufgefrischt. Aber ja, auch egal. Dann können wir endlich mal hier raus und es gibt einen kleinen Trick hier. Vielleicht nicht gerade hier, aber ich muss jetzt hier nur... Wow, nein! Wow, Käfer, geh weg von mir! Ich habe mich in diesem Gruselwald verirrt. Oh mein Gott, was ist das? Ich verfürchte mich. Okay. Oh, Mario. Ich meine, aha. Oh, Junge, hast du ein Pech immer, wie ich mich reinzustolpern? Wer ist dieses Kind? Was für ein dreckiges kleines Gossenkind? Er muss sich verirrt haben. Oh, wie arrogant die ist. Hey, halt die Klappe! Ich hab mich nicht verirrt. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Hier kommt der Schmerz. Oh mein Gott, Junior Trooper. Oh Gott, der kriegt auch nicht genug. Ja, dann wollen wir mal sehen. Glaub nur nicht, dass du mit so einer wie bisher mal mehr Kraft. Ja, ja, komm, halt die Klappe. Oh, jetzt kann er fliegen. Oh mein Gott, Leute. Ich kann auch gar nicht auf den drauf springen jetzt. Oh mein Gott. Wollen wir gleich springen. Ich glaube, der hat 40 KP in diesem Zustand. Und, oh, der hat einen... Der hat Defensive. Da wollen wir gleich mal wechseln. Oh, nehmen wir denn da? Weil, die bringt hier nichts. Ich glaube, wir nehmen Paracarry. Das ist der Einzige, den hier angreifen kann. Und... Oh mein Gott. 5 Schaden macht der. Oh, ziemlich stark ist der geworden. Da muss ich meine vorherigen Worte zurücknehmen. Der ist doch ziemlich stark geworden. So. Und wir greifen mit Paracarry an. Wow, nur ein... Oh, Mann, nur ein Schaden. So, mir wird schon langweilig, den zu bekämpfen. Ich mache mal einen Powersprung. Das macht mir mehr Schaden. Weitaus mehr Schaden. Und hier kann ich mal Panzerwurf machen. Und zack. 5 Schaden. Ja, seht ihr. 10 Schaden. Oh Gott. Den haben wir gleich besiegt. Geht nicht mehr lang. Keine Sorge, Leute. Es geht gleich weiter. Und bam. Ich glaube, da machen wir das noch ein bisschen weiter, weil wir... Die BP brauchen wir eh nicht, wenn wir hier raus wollen. Wir kommen hier ganz schnell raus. Das zeige ich euch dann gleich. Und KP zieht da auch nicht so viel ab, dass ich jetzt hier Angst haben müsste, oder? Oh Gott. Vielleicht schon. Vielleicht muss ich dann mal ein bisschen super Pilz oder so arbeiten. Nee, du machst schön weiter. Panzerwurf. Und der sollte gleich down sein, oder? Komm, der bist noch. Komm, ey. Wie lange willst du noch leben? Oh Gott, ich muss mich. Oh, ich muss mich heilen, sonst sterbe ich. Mach ich Erfrischung? Ich glaube, ich nehme einen Superpilz. Ja, komm, Superpilz. Besser jetzt, statt zu sterben. So. Und du machst hier mal weiter. Wenn der jetzt down geht, dann sage ich euch auch gut. 2 Schaden. Ja, ich dachte schon, der soll doch 2 Schaden machen. Oh. Seht ihr, ich wäre gestorben jetzt. Oh. Außer wenn ich den jetzt down kriegen würde, dann vielleicht nicht. Mache ich mal reguläre Angriffe, weil ich glaube nicht, dass der mich besiegen wird jetzt mit den letzten Zügen, die noch übrig bleiben. Ja, seht ihr, der ist besiegt. Oh Gott, der hat mich ganz knapp, hätte mich besiegt, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie Superpilz eingesetzt hätte. Und nein! Verdammt! Und tschüss. Okay, das war's. Um hier rauszukommen, geht ihr einfach in die nächste Ausfahrt links. Und da kommt ihr schnell raus. Und rein. Und dann sind wir schon... Sind wir da? Ja. Hallo? Komme ich hier irgendwie... Komme ich hier auch raus? Bin ich im richtigen durch? Ich glaube, ich bin richtig gegangen. Ich muss... Oh Gott, ich bin richtigen... Ich bin den richtigen Weg gegangen. Ich muss den hier nehmen. Genau. Ich hätte nach rechts gehen sollen. Okay. Jetzt hier zack und dann zack. Und dann ist man raus. Ja, so. Oh Gott. Oh, ich habe es aus dem Mal gefunden. Ich könnte den Boden küssen. Juhi. Tschüss. Sehr schön, dass wir wissen, dass du auch raus bist. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen weitergehen und... Oh, die Musik ist geändert. Was ist denn hier los? Hallo? Die Scheigers haben die ganze Stadt noch versetzt. Oh, was? Aber verglichen mit Geistern sind Scheigers ein absolut geringes Übel. Du bist doch Fels T. Die Wache wird immer... Oh, cool. Ja, ja, komm, hier, Brief. Toll. Haben wir das auch gemacht? Das wollte ich eigentlich. Ja, das habe ich nicht geplant, aber trotzdem egal hier. Ja. Ja, Behutler, nein. Liebt es mich zu erstreiten? Glaubst du? Könnt ihr schön Pause drücken, wenn ihr das nicht, wenn ihr das lesen wollt. Okay, Sternsplitter, sehr nett. Oh, lass mich in Runden ein. Ich wollte nicht mitreden. So. Ich glaube, wir gehen gleich mal ein bisschen. Oh, habt ihr es gesehen? Oh, ho, ho, mein Lieblingsbratpfanne. Oh, oh mein Gott, ein Scheingel. What the fuck? Okay, der ging da links. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück und heilen uns und speichern mal ab, weil der Part hier geht schon eine Weile und... Oh, hey, du
kleine Ratte, gib mir meinen Boden, gib mir meinen Rechner zurück. Noch was zur Hölle, was ist denn hier los? Ey, hallo. Was ist denn hier los? Hallo? Tut mir leid, Kumpel. Ich muss den Laden schließen. Oh, was für ein... Weil du keinen Rechner hast. Kannst nicht Kopf... Kannst du nicht Kopf rechnen? Ey, voll schlecht ist der. Ist da Merlon? Okay, wir gehen später zu dem. Erstmal hier kurz schlafen gehen. Und dann speichern. Oh mein Gott, hallo. Hier ist auch einer. Guck. Unser Slogan lautet frisch und über den Geist, aber... Man kann sich unmöglich ausruhen, wenn diese Scheigers hier rumspringt. Tut mir leid. Aber dann hauen wir halt drauf hier. Hau ab, blöder Scheiger. So, jetzt lass mich schlafen. Ja, ja, jetzt kann ich schlafen. So, danke. Und schön mal petten gehen. Oh, Leute, ich bin so müde. Und ich bin wieder wach. So, komm, ich bin Mario. Ja, komm, ja, ich hab gut geschlafen. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, die mal labern hier in diesem Spiel. So, speichern. Ich bedanke mich fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.